Ja, und damit willkommen zum nächsten eine Stunde in zum Tutorial der First Kick Demo zu Mario Strikers Battle League Football. Ich bin Templar Max tatsächlich. Ein Freund ist online, mein Beileid an der Stelle auf jeden Fall. Weil ich glaube, ich weiß, wer es ist. Wenn andere Funktionen nutzen können, dann nutzt er das, ich mit anderen geteilt werden. Von mir aus. Solange nicht in dem Video geteilt wird, ist alles gut. Gucken wir einfach mal an, was das Spiel erstmal uns gibt. Und ich glaube, ich mache den Ton gleich ein bisschen leiser, sobald ich kann. Auf jeden Fall, hallo und willkommen bei Strike, einem Wettbewerb der Superlative. Mein Name ist Fußbot. Ich arbeite als Trainer in der Galactic Strikers Federation, kurz GSF genannt. Wenn mich nicht alles täuscht, bist du ein neuer Striker, richtig? Dann schlage ich vor, dass du mit etwas Training beginnst, damit du Strike kennenlernst. Also los. Also, was anderes kann man ja aktuell auch nicht tun. Hoffen mal, wir füllen die Stunde, aber im Zweifelsfall reichen ja 50 Minuten. Oh, ich glaube, ich bin eigentlich schon ganz gut laut. Die Musik kommt trotzdem gerade ein bisschen selbst für mich einfach laut vor. Ich kann einfach mal so ein bisschen gemacht. Ja genau, gehen wir ins Training. Was anderes kann man halt auch einfach gerade nicht machen. Das ist halt einfach so. Und ja. Hier können wir noch einiges tun, damit können wir noch eventuell eine Stunde füllen, mal gucken. Ich kann auch mal ein bisschen füllen mit ein bisschen Geschichte. Was ist so meine Erfahrung mit den Mario Strikers Spielen? Ich habe Let's Plays gesehen auf jeden Fall, aber selbst gespielt habe ich es halt damals, das ist schon richtig lange her, da war ich noch in der Grundschule, halt den GameCube-Teil, als ich mal bei einem, ich würde ihn nicht Freund nennen, bei einem Bekannten war. Also damals war es ja doch schon Freund, keine Ahnung. Aber auf jeden Fall war ich bei ihm. Und da habe ich es halt gespielt, fand es halt richtig geil, aber ich hatte halt kein GameCube. Mittlerweile habe ich zwar einen, aber das ist ein anderes Thema. Auf jeden Fall habe ich das halt, ja, damals das gespielt, fand ich ganz cool, aber danach hat nie wieder Berührpunkte gewartet. Ich habe mal einmal FIFA gespielt, als ich auf einer Italien-Explosion war. Das war auch mal eine Ausnahme, aber es hat überraschend Spaß gemacht. Und dann bin ich halt gespannt, wie ich das finden werde. Und ich meine, wenn ich das komplett grottig finde, dann werde ich mir das Spiel nicht kaufen. Deshalb ist es doch ganz gut, dass es diese Demo gibt, einfach mal ein Gefühl dafür zu bekommen. Und der Leitfand, der ist mal ganz interessant. Was ist das hier? Das sind Infos? Ja, gucken wir uns das einfach mal an. Gucken wir uns das einfach mal an. Vorstellung der Charaktere. Mario hat den Hyperschuss als Spezialangriff. Mit seinen insgesamt ausgeglichenen Werten ist Mario ein guter Allrounder. Wobei er über eine überdurchschnittlich gute Technik verfügt und auch besonders gut schießen kann. Was ist wohl seine Stoßtechnik? Luigi hat den Wirbeltornado als Hyperschuss. Luigi ist ein vielseitiger Spieler mit einem großen Teamgeist. Sein gutes Passspiel macht ihn zu einem großartigen Torvorbereiter. Bowser hat die Flammenkugel. Mit seinen brachialen Schüssen ist Bowser in der Offensive eine Wucht. Seine brutalen Tacklings haben von dem Weg zu so manchem Tor geebnet und andererseits auch so manches Gegentor verhindert. Peach hat den Herzenstanz. Peach ist nicht nur schnell, sondern auch talentiert. Dank ihrer Tempo-Technikwerte gelingt es immer wieder, gegen Spieler zu entkommen oder sie auszutricksen. Rosalina hat den Akraba. Rosalina ist eine großartige Angriffsspielerin. Ihre gefährlichen Torschüsse machen sie zum Schrecken aller Torhüter. Toad. Hyperschuss, Granatenkopfball. Toad weist gute Werte für Tempo und Passen auf, was ihn zu einer guten Option für Teams auf der Suche nach effektiven Angriffsspielern macht. In Einzelspielen und Pokalturnieren können mehrere Toads in einem Team spielen. Das klingt cursed. Eiertanz. Mit deinem präzisen Passspiel und deinen gefährlichen Schüssen ist Yoshi für jedes Team eine tolle Unterstützung. In Einzelspielen und Pokalturnieren können mehrere Yoshis. Okay, Donkey Kong. Donkey Kong ist ein echtes Kraftpaket und deine Tacklings sind gefürchtet. An ihm kommt kein Angreifer so leicht vorbei. Werde gedacht, dass er auch ein so begnadeter Passspieler ist. Wario hat den Bandenschocker. Durch Bananenkracher, Bandenschocker. Wario hat nicht nur einen hohen Kraftwert, sondern auch noch kann auch sehr gut scheißen. Im Angriff kann er diese Qualitäten voll aufspielen. Waluigi hat den Rosenkavallerie. Seine hohen Tempo-Technikwerte kommen Waluigi beim Verteidigen zugute. Er splitzt schnell zur Stelle, um Gegenspieler mit gekonnten Technik aus dem Weg zu räumen. Bum bum.
ist der Torhüter und kann nicht von dir gesteuert werden. Alle deine Aktionen werden automatisch ausgeführt. Aber keine Sorge, er weiß schon, was er tut. Das ist gut. Es gibt noch Items, da geht man ein bisschen schneller durch. Fragezeichenblock. Okay. Pilz. Mehr Tempo. Ein Angriff. Ich denke mal, wenn sich die Showbiz auch so ein bisschen beibringen. Banane ist eine Banane, roter Panzer, steuert natürlich auch Abwurf der nächsten Gegenspieler an. Das ist halt, ja, kennt man aus Mario Party, Stern. Macht einen unbesiegbar für kurze Zeit. Die Stadien. Ja. Das ist halt Stadien. Punkt. 5 Stück. Das ist ein wenig, aber gut. Ausrüstung. Genau, man kann es halt entsprechend auch ausrüsten, um halt, also, ein bisschen stärker zu machen, soweit ich verstanden habe. Charakterwert. Ich immer noch ein bisschen. Also einfach nur gesagt, worum es hier geht. Kraft, Tempo, Schuss, Passen, Technik. Ist okay. Pokalturniere, was gibt's hier? Wie funktioniert der Pokalturnier? Bei Pokalturnieren treten einzelne Spieler gegen Com-Teams an. Es wird nach Doppel-K.O.-System gespielt. Wer man verliert, scheidet aus dem Team aus. Aus dem Turnier aus. Also quasi so ein, ja, man kann zusammenspielen gegen andere CPUs. Was ganz cool ist auf jeden Fall. Dass es halt nicht nur online ist, sondern halt auch lokal. Auch mal online spielen kann, aber halt nicht online gegen andere halt. Ihr wisst, was ich meine. Was ein Strikers Club. Da kann man halt irgendwie mit Leuten zusammenschließen. Ist jetzt für das Tutorial erstmal auch nicht wichtig und Tipps. Passt auch ohne, würde ich sagen. Gehen wir einfach mal ins Tutorial jetzt nach fast 10 Minuten. Das sind 8, aber gut. Laufen und scheißen. Das ist wichtig. Nicht umgekehrt. Hallo, ich bin's Fußbot. Willkommen bei meiner Lektion Laufen und Schießen. Die GSF hat mir aufgetragen, dir die Grundlagen von Strike beizubringen. Von mir wirst du alles lernen, was du können musst, um auf dem Spielfeld erfolgreich zu sein. Wenn du all meine Lektionen abschließt, kannst du das sicher zu einem Top-Striker bringen. Lass sie beim Erlernen der Steuerung Zeit und vergiss nicht, Übung macht den Meister. Bist du bereit? Okay. Der mit der Salve, den Kopf ist der Charakter, den du momentan steuerst. Dann lauf doch mal umher. Okay. Ups, sorry, wollte ich nicht. Du kannst auf Sprints einlegen, um schnell voranzukommen. Allerdings ist das etwas anstrengender. Sprinte also nicht zu viel, sonst kannst du irgendwann vor Schöpfung nicht mehr. Also wie in Barnia Tiere, verrückter Bauernhof. ZR, was ist ZR? Das ist ZR. Also R2. Ja. Ah, ich bin erschöpft. Man wird einfach aufhören. Da kann ich halt mehrmals. Habe ich immer eine Leiste, um es einfach Gefühl für. Aber Leute müssen ein Gefühl für haben, dass ich einfach nicht zu viel sprinte. Komm jetzt zu den Schaufelschüssen. Gib jetzt den Ball zur markierten Position. Du kannst in der gegnerischen Hälfte aufs Tor schießen, wenn du dich in ihr befindest. Drücke X. A, sorry. Also. Geh in der gegnerischen Hälfte. Und dann schießt er automatisch. Ich stelle mich mal so rum. Eine dritte automatisch hin, okay. Ja, so ausprobieren. Damit ist jetzt der ideale Zeitpunkt, auch den aufgeladenen Schuss zu erwähnen. Aufgeladene Schüsse sind besonders hart. Die Ausführung ist ein Kinderspiel. Kinderspiel. Halte A gedrückt und lass dann den Knopf wieder los. Versuch das mal. Ich denke mal, gut, um auch eine Verteidigung zu durchbrechen, halt auch einfach schneller zu schießen, damit Leute halt mehr Probleme haben, irgendwie dazwischen zu springen. Auf den ganzen Tag auch noch bei erlernt bekommen, wie man halt auch Bälle blockiert, würde ich jetzt einfach mal behaupten. Schlecht platzierte Schüsse sind eine leichte Beute für den Torwart. Es ist nicht einfach, den Torwart zu überwinden und einen Treffer zu erzielen. Wer in die Torecken zählt, erhöht die Aussicht noch auf einen Torerfolg. Um deinen Schuss zu platzieren, bewege L in die gewünschte Richtung, kurz A und halte A gedrückt und was? Verstehe ich gerade nicht. Um deinen Schuss zu platzieren, bewege L in die gewünschte Richtung, oder nicht in die gewünschte Richtung, drücke A kurz und halte A oder halte A gedrückt. Okay. Wenn du nach oben bewegst, geht der Schuss in die Torecke, die dem oberen Bildschirm noch näher ist. Und wenn du nach unten. Wann denn?
Wenn du links rechts bewegst, wirkst du wie folgt aus. Bewege 11 vom Tor weg, um höher zu schießen. Das verstehe ich gerade nicht. Weil dann war das doch meine Bewegungstaste. Er kann also jetzt laufen, theoretisch so. Oh. Okay, man kann es halt dann. Also quasi, man drückt halt schon A und dann hat man halt die Richtung. Das muss man irgendwie gefühlt. Also beim Aufladen kriegt man es ganz gut hin. Aber wenn man halt nur einen einfachen Schuss machen will, ja, dann muss man halt irgendwie. Das irgendwie hinbekommen. Hier noch ein wichtiger Tipp: Auch die Schuss- und Technikwerte eines Charakters wirken sich auf die Wahrscheinlichkeit eines Torerfolgs auf. Falls du Schwierigkeiten hast, einen Treffer zu erzielen, könnte das an niedrigen Werten deines Charakters liegen. Gut, Zeit für ein kleines Trainingsspiel. Deine Aufgabe ist es, das Gelernte vor Ablauf des Spielzeits so oft wie vorgegeben anzuwenden. Die Partie endet sofort, wenn du alles geschafft hast. Es geht los, viel Glück. Hilfe, ich bin gerade ein bisschen überfordert. Aua! Alter, einfach. Oh, was muss noch tun? Aufgeladen Schuss und oh, da ist noch ein Torwart auf meiner Seite, ist ja nett. Den Toren habe ich gerade nicht ganz verstanden. Ich glaube, das muss ich jetzt nochmal durchlesen. Also, keine Ahnung, wie das halt bewegen. Also quasi hoch und runter ist halt irgendwie so, ja okay, je nachdem. Ist halt, geht halt nach links und nach rechts und je nachdem ins. Und hallo. Hoch und runter auf dem linken Stick heißt, okay, links oder rechts halt mehr ins Tor. Also wie es halt optisch jetzt ins Tor, oben und unten mehr ins Tor. Und mit links und rechts reguliere ich halt die Höhe, glaube ich. Und halt, je nachdem ich es halt kombiniere, wird der Schuss entsprechend geschossen. Nächste Lektion. Passen. Wahrscheinlich einmal B, aber mal gucken. Was ein Team. Hier ist Fußbot, steht zu Diensten. Du möchtest alles wissen über das Du musst alles wissenswert über das Passspiel erfahren. Sehr gut, dann legen wir hier gleich los. Kommen wir nun zum Passspiel. Um den Ball in den Teamfahren zu bringen, einfach B. Ach, eine Sache noch. Wende dich stets dem Charakter zu, dem du den Ball zuspielen möchtest. Bevor du B drückst. Gut. Und dann wechselt natürlich auch entsprechend der Charakter. Jetzt kommen wir zu den Pässen, bei denen der Ball im hohen Bogen fliegt. Solche Lobpass sind ideal, um den Ball über einen Gegner zu heben, der im Weg ist. Um einen hohen Pass zu spielen, musst du nur Y drücken. Okay, also zwei Passtasten haben wir, B und Y. Y, das ist die Y-Taste. Oh yeah! Ich habe auch eine Taste gedrückt, die Oh yeah gemacht hat. Du hast vermutlich schon gemerkt, aber falls nicht, welchen Charakter du steuerst, wechselt automatisch, wenn dein Team im Ball besitzt. Steuerst du immer den ballführenden Spieler. Wenn der Gegner den Ball hat, kannst du auch manuell ändern, welchen Charakter du steuerst, indem ich L drücke. Noch so viele Tasten. Falls automatischer Wechsel bei der Charaktersteuerung nicht in deinem Sinne ist, ist die Option, mit L deinen Charakter zu wechseln, genau die richtige für dich. Bei Teamauswahl kannst du vor Beginn die Art der Charaktersteuerung festlegen. Übe jetzt noch einmal ein bisschen den Wechsel der Steuerung und dann kriegst du einen anderen. Dazu musst du wie gesagt jeweils nur L drücken. Aber ich will kurz das probieren. Ah, okay, das ist eine Rolle, die man mit R macht. So, Zeit für ein kurzes Trainingsspiel. Ich möchte, dass du die beiden Arten von Pässen jeweils dreimal spielst, bevor die Partie vorbei ist. Viel Glück. Okay, cool. Nächste Lektion, bitte. Warte, wie viele Lektionen es gibt. Wir werden einfach sehen, wie lange wir dann dafür brauchen am Ende. Hoffentlich nicht zu lange, aber ich habe eher die Befürchtung, dass es zu kurz sein wird. Aber mal gucken. Okay, drei Yoshis.
Hier ist Pustgott, der Pustgott. Willkommen bei meiner Lektion zu Taglings und Finden. Was ist Finden? Erstens steht das Tackling auf dem Programm. Beim Tackling wird der Gegner umgerempelt, wie im 11. Fußball. Das bewerkstelligst du, indem du dem Gegner zuwendest und Y drückst. Gut, zu zielen ist wichtig, sonst geht dein Versuch ins Leere. Also quasi ein Patz, wenn ich keinen Ball habe, okay. Am B ist anscheinend, der macht dann automatisch einen Pass anscheinend. Mit B. Aber wenn ich das B drücke, rennt er automatisch den Ball und schießt ihn halt irgendwo hin. Ah, halt einfach so jemanden. Kommen wir nun zum aufgeladenen Tackling. Ja, okay. Wenn du einen Charakter mit einem aufgeladenen Tackling von den Beinen holst, braucht er länger mit einem gewöhnlichen Tackling, um dich wieder auszurempeln. Okay, jetzt hat er, glaube ich, der Torwart letztens gerade eben noch mit mir gemacht. Tot. Er muss halt auszielen. Tot. Na guck mal, dann macht er das auch einen Pass, ne, auch von alleine. Wenn der Ball alleine ist, den Y drücke. Wie die Batterieleistung das nach? Das ergibt keinen Sinn. Naja, es wird morgen. Wird er zum Zelda stehen, dann hoffentlich klappen. Meine Güte, Ether-Controller. Ich gebe es zu, dass die Steuerung ein bisschen kompliziert ist, aber wenn du aufgeladene Techniken erlernst, werden sie dir ganz sicher weiterhelfen. In diesem Sinne übe sie jetzt erstmal. Warte. Achso. Einfach abbrechen, ja, okay. Prima! Ein kleiner Tipp hätte ich für dich zum Thema Tracking noch. Der Kraftwert eines Charakters hat Einfluss auf die Effektivität des Tacklings. Wenn der angegriffene Gegenspieler einen höheren Kraftwert hat als dein Charakter, lässt er sich mit einem nicht aufgeladenen Tackling womöglich nicht umstoßen. Wenn es dir schwerfällt, erfolgreiche Tacklings auszuführen, verwendest du zunächst einmal körperlich größere Charaktere. Mit Bowser oder Daisy, Donkey Kong, kommst du bestimmt sehr schnell zu Erfolgserlebnissen. Probier das einmal bei Gelegenheiten mal aus. Wie du dich vor Tackling schützen kannst, ist auch wichtig. Angenommen, du führst den Ball und dein Gegner möchte ihn mit Hilfe deines Tacklings erobern. In diesem Fall hilft dir eine Finte, mit der du dem Angriff des Gegners elegant ausweifst. Drücke R, wenn dein Gegenspieler schon nah bei dir ist, damit dein Tackling ins Leere geht. Drücke R und bewege dabei links, um in die entsprechende Richtung auszuweichen. Wenn du mit einem Ausweichmanöver die seitliche Begrenzung anvisierst, wird dein Charakter automatisch umgeleitet. Damit er nicht in den Zaun einfliegt. Also Zeit finden zu üben. Aua! Mario Time! Finden sind auch ohne Ball möglich. Drücke. Okay, das habe ich ja schon herausgefunden. Mit meiner Phrase quasi so. Okay. Eine Sache noch zu finden. Sie sind sehr anstrengend. Also solltest du auf stets achten. Wenn du zu viele Auslösungslöwe startest, wirst du bald erschöpft sein, als übertreib es nicht. Meine Güte, mein Vorlesen ist schon wieder furchtbar. Also wie immer. Damit ist es Zeit für ein Trainingsspiel. Ich möchte dazu. Okay, kriegen wir hin. Ich bin gerade ein bisschen. Ich bin gerade ein bisschen überfordert, muss ich an der Elsie doch zugeben. Was ist denn los? Ich bin gerade ein bisschen überfordert, wirklich.
Drücke R, um zur Seite auszuweichen. Mit R ausweichen, wenn ich einen Ball habe. Tackling laden, abbrechen. Aufgeladen ist Tackling und Tackling. Also hinten und Tackling. Mann, was ist denn los mit dir? Mann, ich hab doch ausgewichen. Das ist automatisch weg. Also automatisch, weil ich brauche automatisch das Wechseln. Ich brauche automatisch das Wechseln, weil es kommt gerade einfach, es ist einfach viel zu viel, was ich beachten muss. Ausweichen ist schwierig. Viel zu schnell als im Training. Ich habe 4-0 im Training verloren, meine Güte, was ist denn hier los? Überhaupt nicht gut. Ich will nochmal das Training machen. Also ich will nur das Training spielen, wenn er jetzt nochmal Eisbild machen will, dann lass ich das einfach. Ja, komm, ganz ehrlich, dann nicht. Dann nicht. Ich dachte, ich könnte einfach nochmal ein Spiel machen, um es einfach nochmal zu üben. Weil die einzelnen Sachen, weil wie gesagt, was hat man jetzt? Ja, guck mal, jetzt wird sogar schon als. Wobei, nicht so ein Häkchen, aber ist okay. Was haben wir jetzt gemacht? Tackling ist ein Y, aufgeladen ist halt gedrückt halten. Kann man abbrechen. Und Flinte mit Ball ist halt auch die R-Taste. Also, das ist halt die R-Taste und Finden machen. Direkt spielen. Hier ist der Fußball Niederlektion, geht es ums direkte Weiterspielen des Balls. Los geht's, rum Rutschburg Wasser. Bitten wir uns zunächst den Direktpass. Mit dieser Technik leitet man einen Pass sofort an einen Mitspieler weiter, ohne den Ball zu stoppen. Um einen Ball direkt zu einem Teamkameraden weiter sliden, drücke vor der Ballannahme schon B oder Y. Okay. Das ist schon alles. Zack, 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 immer schnell zum nächsten Mitspieler weiterpassen. Sollte du jetzt üben, achte dabei darauf, die Pässe jeweils in einer bestimmten Reihenfolge zu spielen. Kommt mit einem Direktschuss. Okay, dann halt einfach dann direkt. Aber es war halt auch kein aufgeladener Schuss, weil warum auch? Wenn er mit mal gedrückt halten, dann wäre es kein Direktpass mehr. Zeit für ein kurzes Trainingsspiel. Deine Aufgabe besteht darin, vor Ablauf der Zeit 5 Direktpässe zu spielen und 5 Direktschüsse abzugeben. So. Oh, dann Pass. Und die Anzahl der Pässe scheint wohl auch die Qualität des Schusses zu stärken. Ne, aber ich brauche auf jeden Fall. Kannst du das jetzt schon einstellen? Eine Steuerung. Oh, ich kann im Zweifel hier auch mit einem Ding nur spielen. Das ist ganz praktisch auf jeden Fall, wenn ich halt. Mein blauer Ding meint halt alles zu sein, mein blaues Ding meint alles zu sein. Aber wenn ich das eh privat spiele, dann spielt es wahrscheinlich eben Handheld-Modus und von daher. Aber würde ich, das kann ich hier das aktive Pause-Menü.
anpassen, schießen, Item wechseln, schütteln. Ja, er ist halt Charakter wechseln, aber kann ich das vielleicht auch automatisch? Nicht hier. Meint ja irgendwie bei der Menüauswahl. Also ich muss auch einfach noch machen, naja, noch ein. Prima! Oh, Eigentor! Okay, jetzt kommen die Items, sonst wird das Ganze hier so ein bisschen, ja, besonders machen. Machen wir mal das Ganze. Wir haben die ganze Zeit schon geschummelt, aber jetzt wird es dann noch krasser. Die blauen Yoshi sollten mal, ja, besser blauer Yoshi als blauer Hohn oder so. Hallo, ich bin's Toolspot. Willkommen zu der Item-Lektion. Wenn die Zuschauer dramatische Aktionen geboten bekommen, werfen sie manchmal vor lauter Begeisterung Fragezeichenblöcke aufs Spielfeld. Man kennt's. Es gibt zwei Arten davon. Die Regenbogenfarben können sie Spieler beider Teams schnappen. Wer zuerst kommt, mal zuerst. Das heißt also, schnell zu reagieren. Okay, wahrscheinlich ist es dann ZL, ne? Bis die Endklasse noch frei ist. Okay, dann gibt's auch die, die speziell für ein Team sind. Die Fans werfen auch in der Farbe deines Teams, wenn einer deiner Spieler, der nicht am Ball war, mit einem Tackling umgestoßen wurde. Okay. Starte den Fragezeichenblock mit deiner Teamfarbe, um an das Item zu gelangen. Nee, stimmt, ZL ist Charakter wechseln. Kannst du zwei Items einmal tragen, wenn beide Itemfelder in der Item belegt sind, hältst du beim Berühren und Vergleichen nichts. Setze Items das immer schnell ein, denn horten kannst du sie nicht. Gut, Zeit den Einsatz von Items zu drücke X, ah, die X-Taste, stimmt, die ist noch, die war noch, die hat noch keine Verwendung. Der Pilz, der wird ein schneller. Bob-Omb löst Explosionen aus. Das war ein großer Bob-Omb. Tot. Wenn du eine Banane aufs Spielfeld wirfst, rutschen Spieler damit aus. Und ich kann auch selbst drauf ausrutschen, ja, okay. Mit einem grünen, genau, grüne Panzer, sind halt Panzer, die halt aber nicht zielen, also die halt kein, nicht Autos zielen haben, sondern ich muss die halt ich muss halt, ah, ich war alle getroffen. Kann man die Torwart eigentlich auch betäuben damit? Der rote Panzer gefällt mir selbst am besten, genau, der ist halt so ein bisschen zielsuchend, gucken wir uns das mal an, wie zielsuchend der ist. Unbesiegbar. Trainingsspiel. Warum kriegt die eigentlich den Ball rein und ich nicht? Aber den Tag, den kommt jetzt halt noch nicht so ganz klar. Ich hasse das. Tagling ist Y, einfach nur Y. B ist auch irgendwas, glaube ich. Wo bin ich? Ich muss auch unbedingt diesen Autocharakter wechseln einmachen. Weil das andere geht halt echt nicht. Ich wünschte, ich könnte es jetzt schon anmachen. Gib mir den Ball.
Ah. Bin echt nicht gut in dem Spiel. So. Prima. Dann sind wir mit allen durch, was wir diesem Thema der Lektion beibringen können. Nächste Lektion. Hyperschüsse geht's jetzt darum, okay. Ich folge eine halbe Stunde schon, ist doch schon mal ordentlich. Jeder Charakter verfügt über besondere Fähigkeiten. Ja genau, und die habe ich euch ja quasi auch schon vorgelesen, dass jeder Charakter so einen eigenen Hyperschuss hat. Dafür muss man so eine Strike-Kugel einsammeln. Und dann ist es halt ein Safe-Core, glaube ich. Genau, jeder Charakter, auf jeden Charakter wirkt das anders aus. Und die halten dann 22 Sekunden. Letztlich ausgelöst wird der Hyperschuss mit einem voll aufgeladenen Schuss. Halte ich hier so bei Ballbesitz lang genug A gedrückt. An diesem Punkt wird es knifflig. Bei maximaler Ladung erscheint die Hyperschussanzeige. Nun gilt die Nadel. Oh oh. Aber kann es auf jeden Fall noch verkacken. Na, wie hat sich das angefühlt? Nicht so gut. Oh. Schon besser. Ich glaube, ich will mal behaupten, wenn ich dann beides auf blau treffe, ist sicher drin. Und ansonsten halt die Gute, die ich da treffe, desto schwieriger wird es halt für den Torwart den Ball zu halten oder so. Aber ich will mal einen anderen. Ich nehme mal hier Peach. Jetzt nutzt ihr einfach ihre Hände. Oh, sind auf. Was war das? War interessant. Es war halt kein Tor, sondern einfach nur eine Hypnose. Das finde ich nicht so gut eigentlich. Aber vielleicht auch Hyperschuss. Und die Technik wird deines Charakters bestimmt, wie breit der blaue Bereich ist, okay. Wenn ihr Torfolge mit Hyperschuss schwerfallen, probier mal einen Charakter mit einem hohen Technikwert aus. Also dann, Zeit für ein Trainingsspiel. Mann, oh ey. Ich soll das noch ein bisschen verinnerlichen. Ja, schön, dass die Zahl davor steht. Und ich glaube, ich das schön timen kann. Wir spielen dafür währenddessen weiter. B, ne? Können wir mal Bowser-Schuss probieren. Das wäre erstmal eine coole Sache, einfach den auch nochmal gesehen zu haben. Der Peach-Schuss kann ja schon praktisch sein, auf jeden Fall. Okay, das war kein Hyperschuss, aber ich habe zumindest die Betäubung ausgenutzt, die der Gegner hatte.
Oh, fuck. Oh, ich hasse, dass ich das nicht... Nee, jetzt brauche ich, wie gesagt, Autowechsel. Ich brauche einen Autowechsel, definitiv. Ah, was... Ah, fuck, das trifft glaube ich nicht, aber es ist gerade für die Aufgabe reicht es, ja. Mal gucken. Aber ich glaube, das sollte jetzt nicht treffen. Aber stimmt, der das nimmt deinen Ball an und wirft ihn dann. Ja, Bumbum wird ihn halten. Naja. Wir haben sogar gewonnen, wie auch immer. Okay, was kommt jetzt? Perfekte Techniken, ja, die habe ich auf jeden Fall nicht drauf. Perfekte Techniken und so für eine schwierig und definitiv etwas für fortgeschrittene Spieler. Aber ich will dir keine Angst machen. Mit Fußballs Hilfe schaffst du das. Legen wir das los. Perfekte Techniken gelten Aktionen, bei denen du deinen Knopf gedrückt hältst und dann im idealen Moment loslässt. Beginnen wir mit perfekten Schuss. Ein Läufer führt mit wesentlich höherer Wahrscheinlichkeit zum Torerfolg als ein normaler Schuss. Wie gelingt der perfekte? Nun lade den Schuss mit Hilfe von A auf und beobachte, wie sich der Kreis um den Charakter füllt. Lass A genau dann los, wenn der Kreis voll ist. Okay, Timing ist alles, okay. Zu spät, komm, dann gibt's her. Wetterkreis überhaupt. Schon was überhaupt nicht war, so früher, aber gut. Was ist denn da hinten los? Kommen wir nun zum perfekten Tackling. Es funktioniert ähnlich wie ein perfekter Schuss. Okay, wenn die Pfeile genau geführt sind, loslassen, okay? Tackling Y. Ja, das wird, man würde sich halt an die Sachen gewöhnen. So. Oh, 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 oh. Kommen wir nun zum perfekten Direktpass. Die Steigerung des normalen Direktpasses. Pass, also Direktpass. Okay, erst also passen und drücke B oder Y erneut und halte den Knopf gedrückt, während der Ball unterwegs ist, um das Aufladen zu starten. Kriege ich glaube ich nicht hin. Also, wie soll denn das funktionieren? Warte mal, so. Ja, dann halt einfach, okay, dann einfach ein bisschen gedrückt. Also, quasi, es geht einfach nur darum, ein bisschen gedrückt zu halten, während der Ball halt fliegt. Und dann halt loslassen, wenn er ankommt, halt, damit es halt ein Direktschuss ist. Und das ist ja das, was vorhin meint, dass es nicht geht, doch geht, aber es ist halt sehr schwierig. Na, ich komme jetzt gleich auch nochmal mit dem Direktschuss. Den kann man halt auch perfekt machen. Oh, schön. Da. Ich hätte sogar, glaube ich, ein bisschen leichter, weil man einfach den Knopf wechseln muss. Weil quasi ich passe und drücke dann direkt A und lasse ihn halt los im richtigen Augenblick. Also, der muss halt auch weit genug sein, ansonsten geht das auch einfach nicht. Wenn die Nagel ganz nah drin sind, klappt das, glaube ich, auch einfach nicht. Ah, oh, perfekte Pinte. Komm her. Das war zu spät, das stimmt.
Zu früh, auf jeden Fall. Das war zu spät. Das krieg ich gleich, glaube ich, im Testspiel auf jeden Fall nicht hin. Das lag ich, glaube ich, jetzt schon. Aber da hatte ich auch ein Problem beim normalen. Ruhig die richtige Taste, ja, ne? Prima. Begib dich mal in die gegnerische Hälfte auf Tor. Kannst du nämlich nur da. Ja, das kommen nur da, das stimmt. Okay. Komm schon mal, sorry, das krieg ich emotional jetzt nicht hin. Guck mal, jetzt habe ich nicht mein Häkchen, weil es abgebrochen war, aber ja, okay, naja, egal. Ich hab's ja gemacht. Aber ich denke mal, auch das krieg ich nicht hin. Expertentechniken ist ja das, was ich gerade gemacht habe, nochmal besser. Da, da, da. Ach stimmt, den hohen Pass hatten wir gerade nicht. Diaper sind gut geeignet, um die Gefahr solcher Tactics zu bebannen. Ah, okay, das, okay, okay, das meinte er, okay. Ah, quasi einfach, quasi einfach ins Leere zu passen, kann ich damit, okay. Die andere Taste kannst du auch Steilpässe aufladen. Mhm, das ist auch ein Passlein, ne? Jetzt möchte ich erläutern, wie du das Aufladen deines Schusses abbrechen kannst. Du kannst, das kannst du nutzen mit einem Drohnen-Tackling, schnell noch zu entgehen. Also abbrechen. Ja. Wenn du einen Schuss mit Hilfe von A auflädst, drücke R oder ZR, um dein Aufladen abzubrechen, sofort abzubrechen. Und indem du R drückst, setzt du noch eine Flinte drauf. Okay, das funktioniert. Hat gerade einfach nicht funktioniert. Kommen wir nur zum letzten Level, des Team-Tacklings. Ah ja, genau, das kenne ich auch schon aus dem Trailer. Da kann man halt einen Gegner, einen Teamkameraden antackeln und der kann dann halt ja, schnell sein. Also ne, darum geht's. Ah ja, und damit der dann halt entsprechend den Ball auch direkt klauen kann. Weil wenn der irgendwie, keine Ahnung, gerade schläft oder so, man kennt es. Trainingsspiel. Weil wie gesagt, mein großes Problem ist halt eigentlich, dass ich kein... Ich brauche halt dieses Auto. Charakter, weil es immer davon ausgeht, dass halt der Charakter, der halt am nächsten dran ist. Na komm. Aktion beenden. Da haben wir noch eine ordentliche Dreiviertelstunde damit gefüllt bekommen. Und damit haben wir uns alles soweit angeguckt. Ausrüstung. Gucken wir mal so weiter rein. Was gibt es denn? Lege jeden Charakter Ausrüstung an, um deine Werte zu verbessern. Dann haben wir noch unsere Charaktere. Ja, ich hab halt nichts. Ich hab halt einfach nichts. Oder dieses Online-Spiel funktioniert irgendwie am nächsten Wochenende irgendwie so ein bisschen. Kann ich halt jetzt nicht machen. Punkt. Und nächste Woche bin ich nicht da. Egal.
Aber ein Einzelspiel geht anscheinend. Nee, geht nicht. Wir sind da noch gesperrt. Genau, hier steht halt nochmal. Der hat keine Spiel verfügbar, aber den. Zurück zum Hauptmenü. Die geht halt nicht. Optionen. Was gibt's in den Optionen? Steuerung. Fütte kann man auch schütteln. Interessant. Oh, jetzt bitte nur schütteln. Interessant. Hoher Steilpass. Was ist Steilpass? Also ZL war doch L. Ah ne, doch ZL war richtig. Charakterwechseltasten, dann halt was anderes machen. Da. Ich kann einfach die Switch schütteln. Vielleicht ist Schütteln auch eine gute Steuerung, ich weiß ja nicht. Weil es wird fast behaupten, naja, Batterieleistung, alles gut. Visuelle Hilfe, was ist eine visuelle Hilfe? Do. Ja, am besten hätte man noch so. Man kann einfach so ein Trainingsspiel machen, wäre doch mal was. Ich geh noch mal kurz hier rein und versuche jetzt nochmal so alles zu verinnerlichen, was wir denn jetzt gelernt haben. Da. Ich hab aber bei YouTube so geguckt, hat jemand halt so einen 3,5-Stunden-Stream gemacht. Ich würde keine. Wie? Naja, vor allem gut spielen und alles austesten. Was wissen wir? Finden, diese Steilpässe. Items mit X, Items haben wir jetzt nicht. Damit können wir Charakter wechseln. Mit beiden Tasten können wir sogar Charakter wechseln. Interessant. Und auch einen Steilpass machen. Also, darum geht es jetzt auch gerade: Steilpässe machen. Ich glaube, da probieren wir gleich einfach nochmal dieses Testspiel, was wir machen können. Warum gibt mir den Ball? Warum ist er überhaupt ein Torwart? Das ist ein Testspiel. Ich muss auch richtig aufladen, sorry. Mann, Bum Bum! Was machst du denn, Bum Bum? Mann, Bum Bum! Also, ich muss die Taste gedrückt halten. Ein bisschen wert an den Schuss abzubrechen. Warte, ich kann auch, glaube ich, einfach gedrückt halten, ne? Gut. Kannst du quasi ausweichen und dann halt nochmal machen, okay? Okay, Team Tackling. Prima. Ja, ist halt auch eine Demo. Für eine Demo ist es gut, weil wirklich Training machen zu können. Okay, probieren wir mal das Testspiel. An Hilfe. Echt, kommen wir auf die Verwirrung klar. Vor wie Leute diese Team-Tag-Ding machen, das ist doch eine Situation, die kaum vorkommt, aber gut. Muss ich nur sagen. Was muss man machen? Halt L gedrückt.
Der Bumbo hat toll gemacht. Ach, ich bin hier Mario, meine Güte. Ich brauch erst diesen Charakterwechsel. Wie gesagt, ich komme dort einfach nicht drauf klar. Aber das kann man ja nicht einstellen hier im Training. Das ist ein bisschen doof. Und der lässt auch jeden Ball rein. Der lässt einfach jeden Ball rein. Das, ja. Gib mir den Ball. Hier, ich bin hier. Gib mir den Ball. Ja, irgendwie funktioniert das nicht. Ja, das muss aufnehmen, aber das funktioniert gerade einfach nicht. Naja, egal, Schuss. Ich bin... Hilfe. Tipps gerne in die Kommentare. So. Ist noch keine ganze Stunde, aber jetzt bin ich ja ein bisschen lockerer. Als schon gewisser... Junge. Mit Ausrüstung haben wir halt einfach gerade keine und wir können halt alle Charaktere entsprechend ausrüsten. Um halt deren... Stats zu besser. Ich habe nicht genug Münzen. Ich kann auch keine Münzen sammeln. Warum ist das auch schon freigeschaltet? Dann hier sind da die aktuell 10 Charaktere. Vielleicht gibt es noch mehr in Zukunft. Man wird es sehen. Die Besonderheit an diesem Mario 2 ist halt, dass man halt wirklich das komplette Team halt mit verschiedenen Charakteren füllen kann. Nicht halt einen Anführer hat und die anderen halt irgendwie so Minions sind. Sonst halt alles so, ja, mehr oder weniger gleichwertige Kumpanen. Das sieht man halt so verschieden. Mario ist halt Allrounder. Kann ein bisschen besser passen. Da fährst du einfach mal gucken, wer halt mir so gut liegt. Das ist auch so ein Sache, zu gucken, welcher Charakter einem am besten liegt. So, Tote schnell. Ne, Option, da haben wir jetzt eigentlich schon drin. Audio. Ich weiß nicht, was visuelle Hilfe heißt. Credits gibt es natürlich auch noch nicht. Steuerung. Ein Joy-Con in jeder Hand. Was ist denn hier die Steuerung? Links, runter. Ja, stimmt, die Richtungstasten nutzt jetzt gar nicht, ne? Ja, stimmt, die Richtungstasten. Ne, die Richtungstasten werden gar nicht benutzt, ne? Ja, dann, ja. Ist das ja auch gar nicht so kompliziert, so auf einen Ding runterzukriegen. Muss halt entsprechend da halt die Steuerung halt auch ein bisschen verinnerlichen. Sag mal, muss ich hier kurz mal gucken. Charakter, welcher Charakterwechsel würde ich dann im besten Fall einfach deaktivieren? Aber gut, liebe Leute. Das war's doch mit diesen 55 Minuten in. Ich hoffe, euch hat's irgendwie gefallen und ja, ich habe die Gelegenheit genutzt, das Tutorial zu spielen und zu sehen, wie schlecht ich eigentlich bin. Und ja, ich bin schon etwas Schönes. Ja. Gehabt euch wohl, bis dann. Und ciao.